Wir untersuchen zuerst das Kreispendel Punkto Energie. Am Anfang verrichten wir eine Arbeit W, um diese Kugel mit Masse M aus dieser Ruhelage des Kreispendels zur Anfangsposition Alpha 0 zu bringen. Die dabei verrichtete Arbeit ist dann im Moment T gleich 0 als potenzielle Lageenergie E Index P in der Kugel gespeichert. Die Rückstellkraft, die die Kugel jetzt wieder nach unten zieht, verwandelt diese Energie EP mit in Bewegungsenergie EK, so dass in jedem Augenblick T gilt, die potenzielle Lageenergie im Moment T plus die kinetische Energie im Moment T ist gleich zur gesamten Energie, die der verrichteten Arbeit W entspricht. Bei Alpha gleich 0, das heißt ungefähr da, ich stelle es mit der Tastatur ein, bei Alpha gleich 0 ist die Bewegungsenergie maximal und die potenzielle Energie gleich 0. Anschließend verwandelt diese maximale kinetische Energie sich mit in potenzielle Energie, so dass die gesamte Energie erhalten bleibt. Ganz links ist die potenzielle Energie maximal und die kinetische Energie gleich 0. Genau dasselbe gilt ganz rechts. Potenzielle Energie maximal, kinetische Energie gleich 0. Und bei der Ruhelage, das heißt, wenn die Masse die Ruhelage passiert, dann ist die potenzielle Energie gleich 0 und die kinetische Energie maximal. Wir sehen hier von Reibungen ab. Die einzige Kraft, die im Moment T auf diese Kugel mit Masse M wirkt, ist ihre Gewichtskraft M mal G. Und diese Gewichtskraft M mal G kann zerlegt werden als Summe dieser Rückstellkraft Fr und dieser Normalkraft N. Diese Normalkraft N trägt aber nicht zur Bewegung der Kugel bei und wird sofort ausgeglichen durch diese Reaktionskraft R. Die Rückstellkraft Fr wirkt dieser Kraft F, die erforderlich ist, um die Masse M auf ihre Position zu halten, in jedem Augenblick T genau entgegengesetzt. Und daher gilt, die Rückstellkraft Fr ist gleich zur Masse mal Beschleunigung, das ist das Grundgesetz der Dynamik, aber gleichzeitig gilt, dass diese Rückstellkraft gleich ist zu minus m mal g mal Sinus Alpha mal Vektor f geteilt durch seine Länge. Wenn man einen Vektor f durch seine Länge teilt, so erhält man den Einheitsvektor, also Vektor mit Länge 1, der genau in denselben Richtungssinn zeigt wie f. Dieser Winkel und dieser Winkel, das sind Stufenwinkel, also sind sie gleich groß. Dieser Winkel und dieser Winkel, das sind innere Wechselwinkel, also sind die auch gleich groß. Dieser Winkel ist also genauso groß wie dieser da. In diesem rechtwinkligen Dreieck gilt, der Sinus von Alpha ist gleich zur Gegenkathete, das heißt die Länge Fr, geteilt durch die Hypotenuse, das heißt M mal G. Und daraus schließen wir, dass diese Länge Fr gleich ist zu M mal G,
mal Sinus Alpha. Da die Rückstellkraft der Kraft F immer entgegenwirkt, müssen wir davor ein Minus setzen. Aus dieser doppelten Gleichheit können wir schließen, dass M mal A gleich ist zu minus M mal G mal Sinus von Alpha. Und in dieser Gleichheit können wir sofort durch M kürzen. Wir wissen, dass die Geschwindigkeit die Ableitung der Position S gegenüber der Zeit ist. Betrachten wir einen ganz kleinen Winkel d Alpha, das bedeutet, hier haben wir ein winziges ds. Eigentlich müsste ich das so einstellen, winzig, winzig, aber damit wir etwas erkennen können, stelle ich es groß genug ein. Dieser Winkel d Alpha in Radiant ausgedrückt ist gleich zum eingeschlossenen Kreisbogen, dessen Länge ds ist, geteilt durch diesen Radius, der der Länge L vom Kreispendel entspricht. Also haben wir d Alpha gleich ds auf L, woraus wir schließen, dass ds gleich zu L mal d Alpha ist. Also können wir hier ds durch L mal d Alpha ersetzen. Ist gemacht. Wir wissen aber auch, dass die Beschleunigung gleich ist zur Ableitung der Geschwindigkeit gegenüber der Zeit. Also, um die Beschleunigung herauszufinden, leiten wir dieses V gegenüber T ab. Und somit finden wir, dass die Beschleunigung gleich ist zu L mal die zweite Ableitung von Alpha gegenüber der Zeit. Dieses L fliegt aus der Ableitung raus, weil es ja eine multiplikative Konstante ist. Wir haben also einerseits A gleich minus G sin Alpha und andererseits haben wir A gleich dieses Produkt. Also können wir diese zwei Termen gleichsetzen und finden so, dass L mal die zweite Ableitung von Alpha gegenüber der Zeit gleich sein muss zu minus g sin Alpha. Aber wenn ein Winkel Alpha klein ist, was hier der Fall ist, dann sehen wir in dieser Grafik, dass x und Sinus von x, also für uns Alpha und Sinus von Alpha, übereinstimmen. Was also heißt, wenn der Winkel Alpha klein ist, dann kann man Sinus von Alpha einfach durch Alpha ersetzen und genau das machen wir hier. Und somit finden wir, dass die zweite Ableitung von Alpha gegenüber der Zeit gleich ist zu minus g geteilt durch L mal Alpha. Das ist eine Differentialgleichung. Das ist die Differentialgleichung vom Kreispendel. Die Lösung von dieser Differentialgleichung, das ist die Funktion Alpha von t. Alpha ist eine Funktion der Zeit. Wenn man dieser Differentialgleichung noch diese Anfangsbedingung hinzufügt, denn der Winkel Alpha bei der Zeit t gleich 0, das ist dieser Winkel Alpha 0, also wenn man diese Anfangsbedingung hinzufügt, dann können die Mathematiker diese Differentialgleichung lösen und sie finden, dass die gesuchte Funktion Alpha, Funktion von t, gleich ist zu Alpha 0 mal Cosinus von der Quadratwurzel von g geteilt durch L mal t. Wenn wir dann noch diese Quadratwurzel durch Omega ersetzen, dann finden wir als Lösung Alpha von t gleich Alpha 0 mal Cosinus von Omega t. Die Auflösung dieser Differentialgleichung sprengt den Rahmen dieses Unterrichts, aber die Leute, die es interessiert, können sich gerne dieses Tutorial Differentialgleichungen 011 anschauen. In diesem Tutorial
habe ich diese Differentialgleichung gelöst, aber damit die Auflösung etwas einfacher erscheint, habe ich diese Quadratwurzel sofort durch Omega ersetzt. Auf jeden Fall findet man als Lösung Alpha von t gleich Alpha 0 mal Cosinus von Omega t, woraus wir schließen, dass diese Schwingung harmonisch ist. Und in jeder harmonischen Schwingung ist dieser Puls Omega gleich zu 2pi geteilt durch die Schwingungsperiode groß t. Wir wissen aber auch, dass Omega gleich zu dieser Quadratwurzel ist. Also ist die Quadratwurzel von g auf l gleich zu 2 mal pi geteilt durch die Schwingungsperiode groß t. Woraus wir schließen, dass die Schwingungsperiode 2 mal pi mal die Quadratwurzel von L geteilt durch G ist. Halten wir diese Formel fest. Diese Formel nennt man die Formel des Kreispendels. Es ist doch sehr bemerkenswert, dass die Schwingungsperiode vom Kreispendel nicht von diesem Anfangswinkel Alpha 0 abhängt, aber auch nicht von der schwingenden Masse. Das werden wir sofort überprüfen. Hier sind zwei Kreispendel und ich werde sie verschiedenartig auslenken. Wir sollen jetzt beobachten, ob die Periode dieselbe ist. Effektiv. Hier sind zwei verschiedene Massen, aber die Längen der zwei Pendel sind gleich. Ich lasse sie jetzt pendeln und wir stellen fest, dass die Schwingungsperioden gleich sind. Hier sind zwei gleich große Massen, aber die Längen dieser Pendel sind verschieden. Ich gebe ihnen eine Amplitude und lasse sie pendeln. Wir stellen fest, dass das kürzere Kreispendel schneller schwingt als dieses längere. Die Periode von einem kürzeren Pendel ist also kleiner als die Schwingungsperiode von dem längeren Pendel. Außerdem, wir wissen, dass Alpha von t so geschrieben wird und wir wissen auch, dass die entsprechende Winkelgeschwindigkeit Omega Sternchen die Ableitung von dieser Funktion Alpha gegenüber der Zeit ist. Vorsicht, diese Winkelgeschwindigkeit, das ist nicht der Puls von dieser Schwingung, denn der Puls ist im Laufe der Zeit konstant, diese Winkelgeschwindigkeit aber nicht. Das sehen wir, sobald wir dieses Produkt ableiten. Alpha 0 ist eine multiplikative Konstante und fliegt aus der Ableitung raus. Sie multipliziert also davor. Und die Ableitung dieser Kettenfunktion, das ist Omega mal Ableitung von Cosinus, das heißt Minus Sinus, den wir mit Omega t ausdrücken. Also Omega Sternchen von t, das ist Minus Alpha 0 mal Omega mal Sinus von Omega t. Und wenn wir diese Winkelgeschwindigkeit nochmal ableiten, dann finden wir die entsprechende Beschleunigung. Also müssen wir dieses Produkt ableiten. Die Konstante minus Alpha 0 mal Omega ist eine multiplikative Konstante. Sie fliegt aus der Ableitung raus. Bleibt noch diese Kettenfunktion abzuleiten. Die Ableitung von Sinus Omega t, das ist Omega mal Cosinus von Omega t. Und somit finden wir letztendlich als Beschleunigung minus Alpha 0 mal Omega Quadrat mal Cosinus von Omega t.